Meine wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu The Iso Legacy, an meiner absoluten Lieblingsspiele bereits jetzt. Ich weiß nicht, es erinnert mich so ein bisschen an Siedler und ein Würfelspiel und das macht irgendwie Spaß. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich auf die Schnauze bekomme, dann werde ich richtig ausrasten, alles kurz und klein schlagen, mich richtig aufregen. Es ist in der Zwischenzeit übrigens kein Winter mehr, es ist Frühling. Ich finde es interessant, dass die Leute, wenn sie einfrieren, mit Alkohol da nicht mehr eingefroren sind. So, können wir euch wieder arbeiten lassen? Jawolski. Nun dann. Ah, der Rat ist back. Neu erhaltene Händlerwürfel haben nun zwei Häuser, können von beliebigen Würfeln genutzt werden. Erhalte sofort zwei Bauernwürfel. Nee, komm. Das andere sieht ganz interesting aus mit den 2-2-2 Dingern. Da müssen wir noch was bauen. Okay, plopp. Ich würde vergessen. Dass wir das natürlich auch ganz entspannt mit einem Rechtsklick machen können. Dort schickt man Arbeiter hin für Holzi-Holz, wobei ich eigentlich genug Holzi-Holz habe. Krabi sollte mal lieber... Ist das Jagdrevier Back oder... Ah, Arbeiter. Da unten bauen wir nicht eine Kaserne für unsere Militärboys. So. Mein Handelsbezirk. Kaserne bauen wir. Ein Dampfkessel und eine Werkstatt. Ich gucke mal kurz, was mir eine Werkstatt kostet und was mir eine Werkstatt bringt. Ah, ach so. Ach so, und wir brauchen dafür Steine, ihr Schweine. Okay, pass auf, wir tun mal... Du könntest doch arbeiten, my boy. Sperr dich. Zum Glück ist das nur alles beschrieben für Dumme, weil ich ja wirklich überhaupt keinen Plan vom Kacken habe. Oh, oh. Alarm. Zum Glück habe ich zwei militärische Boys gehabt. So, ihr sauft nochmal mit denen eine Runde. Habe ich zwei Expedicieros, die ich aktuell nichts nutzlos kann. Wir müssen aber trotzdem irgendwann gucken, dass wir weiter voranschreiten. Wie ging denn das nochmal? Das war... Bezirksamt? Vergrößerung? Ah ja, genau. Achso, das ist die einzige Möglichkeit. Ein Bezirksamt ist die einzige Möglichkeit, das Gebiet zu vergrößern. I understand. Kurz mal Arbeiter hinschicken. Einen können wir da hinschicken. So, ihr geht wieder arbeiten. Ja, die Speerinos, die brauchen wir gleich. Da sperren wir mal einen. Zwei und dann Los Würflos. Sehr schön. Arbeit, Arbeit. Work, work, work. So, dann haben wir einen Zweierarbeiter. Den Boy schicken wir in die Eisen... Nein, in die Steinmine. Dann, du gehst in die Eisenmine. Du gehst nachher work, work, work. Und dich, warte mal, dich lassen wir auch kurz gesperrt. Ja, wir haben leider eine Richtlinie von denen abgelehnt. Es ist, die Richtlinien... Jede Farbe steht quasi für eine Klasse. Wenn man sich dann gegen die Klassen wendet, ist die Klasse natürlich angepisst. Wer hätte es gedacht? So, die kann ich nicht helfen. Ich habe immer noch keine... Ach, ja, jetzt habe ich hier ein Ding. Dann schick mal dich mal dorthin. Komm mal, den ersten Soldatenwürfel. Es gibt unsere vierte Klasse dann. Oh. Stech ihn ab. Jawohl. Sehr nice. Hat er ihn abgemurkst. Kann gar nicht weiter reinzoomen. Okay, Arbeit, Arbeit. Brauchen Steine. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Gut, der baut auch Stein ab. Die Sperme braucht immer so ein Ding ins Kirchen. Und der Typ hat auf die Schnauze bekommen. Du gehst mal kurz heilen. So, das ist unser erster Soldatenwürfel. Die sind da wirklich... Ah, das ist auch der Typ mit der Fackel. Okay. Starke Männer, die unsere Interessen verteidigen und unser Herrschaftsgebiet erweitern. Du kannst die Bauernwürfel in der Kaserne in Soldatenwürfel umwandeln. Wenn erfreut, verhindern Aufstände. Wenn wütend, werden hin und wieder verwundet. Achso, klar, logischerweise. So, die sind richtig angepisst. Die haben schon gar keinen Bock. Also die sind quasi schon ohne Bock gespawnt. So, pass auf, dann kann ich dich auflösen. Okay, jetzt müssen wir nur kurz aufpassen, natürlich. Ihr seid doch eh... Ach, da kommt ja so ein... Ja, der hat ihn schön abgemuxt. Der steht ja für zwei Stärke quasi, ne? So, dich kann ich nicht nutzen. Ich brauche da noch einen Arbeiter.
Ja, das war auch blöd eigentlich. Ach, egal. So, der hat ein Bildungssymbol. Ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen kann. Okay, die Fackel ist da. Vielleicht können wir jetzt danach mit einem reden. Das sperren wir jetzt mal ganz kurz. Die Fackel hätte ich gerne. Das sperren wir nicht. Das sperren wir. Du gehst mir dort mit hin. Okay. Man sieht hier ja auch quasi, wo wir sind. Und das geht bis da oben hin. Das geht quasi bis zum Ende hoch. Und wir sind aktuell hier. Und arbeiten uns den Weg weiter nach vorne. Die sind gleichgültig. Warum seid ihr gleichgültig geworden? Wallah, ich gebe euch alles. Wallah, ich getrinken mit euch, Bruder. Halt. Okay. Geil. Krass. Der Disrespect mir schon wieder gegenüber. Was will ich denn mit ganzen Arbeitswürfeln? Ich brauch die da alle gar nicht. Ah, der nutzt nur sie Brot. Achso, hier, Dings. Einmal dorthin. Einmal erkunden. Ah, wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich es trotzdem gemacht. Stein. Ich bin unzufrieden mit den Würfeln. Warte mal. Das ist die Mühle. Ja, dieses Bildungsding ist ja gut und schön, aber zum aktuellen Zeitpunkt bringt es mir nichts. Ah, das sieht doch schon besser aus. Er arbeitet, das ist das Coole, er arbeitet für zwei. Das ist das Coole dran. So, du bist auch wieder geheilt, der andere ist auch voll. Er arbeitet auch für zwei. Da ist ein Typ, der möchte auf die Schnauze. Das ist ein Problem, weil ich habe keinen, um mir auf die Schnauze zu geben. Ah. Das ist aber scheiße. Jawohl, wie viel Pech willst du haben? Das Spiel so zu mir. Ja, jetzt hat's. Dankeschön. Blub. Boah, die geben mir wieder hart auf die Schnauze heute, ne? Wo ist eigentlich mein Händlerwürfel? Ganz andere Frage. Ach, da kommt der Nächste. Jetzt geben sie es mir hart, echt. Jetzt geben sie es mir echt hart gerade. Stein. Wie kann denn das sein, dass mir so viel... Das ist eine Eisenmine. Das hier oben ist die Steinmine. Ich oxygeniere die ganze Zeit zur Eisenmine und dann wundere ich mich, dass wir hier... Okay, dich locken wir. Du gehst dorthin. Inklusive zweimal Getreide. Bier brauchen wir ja aktuell nicht. Ja, der Händlerwürfel ist nice, aber der bringt mir auch aktuell nicht so wirklich viel. Wo ist denn meine Händler-Dings zum Upgrade? Hier ist die Händlergilde. Ich überlege mir vielleicht nochmal ein Händler-Upgrade reinzuhauen mit. Ganz nebenbei. So, du bist gesperrt. Brauche ich hier noch jemanden zum Auskundschaften? Oder was ist denn hier die Mission aktuell? Irgendein Würfel. Und zweimal Gold. So, auf alle Fälle. Ach so, die sind jetzt in meinem Territorium drin. Und die sind auf alle Fälle richtig angepisst. Die sind nur noch gleichgültig. Also relativ teuer, die zufriedenzustellen. Okay, I understand. I understand. No problem. Ah, sehr gut. Plupp, ein Bier. Ich denke, das Beste wäre nochmal einen zweiten Händlerwürfel zu schmeißen, ne? Warte mal. Ah, ne, hier muss ich. Warte mal, wo war die Händlergilde? Ah, Schule, hier. Schule. Ne, warte mal, Händler. Hat das Außenposten? Hä, wo war denn das mit den Händlern? Hä, wollte ich mich jetzt gerade verarschen? Ah, so, ich muss erst ein. Ich muss ihn ja erst dahin machen. Okay. Teuer. Teuer, teuer. Du gehst dorthin. Jetzt haben wir natürlich zwei von den Grünen. Was ist denn jetzt los? Das gesehen? Ja, klappt, das gesehen. Das war schon lustig, mal schon mal sagen. Es ist Sommer, Leute. Es ist Sommer. So, jetzt haben wir nochmal einen Burger. Jetzt habe ich drei Burger, aber er wird ja eh schon zu einem Händler gemacht. Das passt eh. Da kommen wieder Feinde. Das ist aber nicht schlimm. Für die habe ich direkt was da. Warum kann ich... Ah, lol, es ist außerhalb meines Radius. Das ist außerhalb von meinem Bewegungsradius.
Das erklärt das Problem. Was ist denn jetzt mit euch? Verlorene Seite, verlorene Seite. Warum Bezirk verloren? Da steht Bezirk. Lol, mein Bezirk ist einfach weg. Ey, wollt ihr mich jetzt gerade flachsen? Die haben einfach meinen Bezirk kaputt gemacht. Ich glaube, ihr habt zu viel geraucht, oder? Ah, ne, warte mal, stopp. Nein. Das ist jetzt ein Problem mit den Typen. Und das bleibt sogar ein Problem, weil ich habe irgendwie keine Boys dafür am Start. Fragt mich nicht, warum. Ja, wird immer schlimmer. Okay, danke. Langt das? Danke. Boah, das ist fast schief gegangen, ey. Da hat jetzt nicht mehr viel gefehlt. Da kommen auch gleich die nächsten. So, auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr wollt ihr mir auf die Eier gehen? Die einfach nur so, ja. So, Mühle bitte Essen machen, weil ich habe keinen Weizen. Boah, wollt mich doch verarschen gerade. Okay. Ach nee, das ist ein Blauer. Der möchte einen Kämpfer und zwei Nahrung. Die zwei Nahrung kann ich dir geben. Relativ. So, der ist wieder back in business hier. Verstehe aber nicht, was das Problem war, warum der auf einmal zerstört wurde. Habe ich das übersehen? Haben die den angegriffen? Das kann natürlich sein, dass ich das einfach verpennt habe, weil ich dumm bin. Muss ich zustehen. Manchmal bin ich halt einfach dumm. Das ist die Steinmine. Die ist außerhalb unseres Territoriums. Das ist das Problem. Und ich habe auch keine Möglichkeit, die weiter abzugraden, soweit ich das sehe. So, das Ding graden wir jetzt auf. So, perfekt. Die sind doch jetzt wieder etwas zufrieden, oder? Ja. Das ist ein Jagdrevier. Das bringt mir auch überhaupt nichts, das Jagdrevier, by the way. Dich locken wir aus Gründen. So, die sollten uns doch jetzt sehr positiv gestimmt sein, ja. Wir können jetzt Nahrung kaufen. 2 Gold gibt uns Nahrung. Und hier können wir noch gar nichts machen. Hier tun wir aber nochmal Bier handeln. Ansonsten einfach nochmal arbeiten. Dorthin. Jagdrevier, Nahrung. Ah, die Expeditionsboys. Was willst du mit den Großen machen gerade? So, du machst auch nochmal Nahrung. Hier, zack. Ist irgendwo noch Nahrung? Das ist alles nur Holz, ne? Das ist nochmal ein Jagdrevier. Das ist kein Problem. Pass auf, du kriegst einmal Heilung. Du auch. Dich schick mal dorthin. Bier haben wir ja aktuell. Okay. Ah, und es wird wieder kälter. Also wir haben jetzt noch einmal die Möglichkeit, glaube ich. Wir haben jetzt noch einmal die Möglichkeit, wirklich groß was zu machen. Aber danach war es das. Unfortunately. So, die sperren wir wieder weg. Ja, ist klar. Leute, ihr wollt mir doch flachsen, oder? Ihr wollt mir doch flachsen gerade. Okay, da kommen 2 dieses Mal. Das ist asozial. Muss man einfach so sagen. Das ist asocial, meine Freunde. Ja, danke. Nummer 2. Oh, schüss, was? Verstorben? Mein Soldat ist gestorben. Ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt habe ich keinen Soldat mehr. Leute, wir brauchen, einen neuen Würfel. Mein anderer Würfel ist in Rente gegangen. Fragt mich nicht warum, ich kann euch nicht erzählen, wie das genau passiert ist. Ihr müsst mit der Info leben, dass er tot ist, dass er uns leider nicht mehr begleitet. Nein, fuck. Stopp, Error. Ach, Mist. Ich dummer Ochse, Alter. Den kann ich ja nicht mal nutzen. Ich bin so dumm, wie ich ausschaue manchmal. Ach, das ist ärgerlich. Unnötig. Einfach unnötig. Sehr schön, das ist doch genau das, was ich mir vorgestellt hatte.
Jawohl, komm, ja, komm Leute, jetzt macht ihr euch gerade ein bisschen lächerlich. Also sie machen sich eigentlich nicht nur ein bisschen lächerlich, sie machen sich gerade komplett lächerlich. Ja, ist okay. Kann ich dich rausholen? Ne. Okay, die werden jetzt das Ding kaputt machen. Und ich habe keine Würfel, die ich nutzen kann, um das zu verhindern, dass sie meinen Handelsaußenposten kaputt machen. Und da kommt die nächste Offensive. Hervorragend. Also ihr merkt schon, Houston, ich habe ein Problem. Und es wird auch nicht besser, jetzt mal ohne Witz. Wird denn das jetzt hier? Ich kriege auch keine Soldatenwürfel oder so. Also ist jetzt nicht so, dass es besser wird. Dadurch, dass wir jetzt keinen Handelsaußenposten haben. So, der hat sehr gut gewürfelt. Das war ein bisschen Glück mit dabei. Wir brauchen uns auf alle Fälle wieder militärischen Würfel. Okay, einmal heilen, einmal heilen, einmal Upgrade. Der Winter ist wieder da. Das ist ganz, ganz toll. Das freut mich auch total sehr. Vor allem, weil es ja alles so super läuft. Neu erhaltene Söldnerwürfel haben nun deutlich bessere Werte. Es kostet kein Gold, um Bezirksämter aufzuwerten. Alle neu erhaltenen Würfel haben zusätzlich einen Kraftpunkt auf der Arbeiterseite. Ich nehme mal die Elite-Kompanie. Eine Würfelklasse ist unzufrieden. Ja, ich würde nicht sagen, dass es mir leid tut, aber es tut mir schon leid, aber... Ja, ja, ist ja okay. Wenn mehr als die Hälfte deiner Würfel zu einer wütenden Würfelklasse gehört, droht ein Aufstand. Wird dein Aufstand nicht rechtzeitig verhindert, wird dein Königreich gestürzt und das Spiel ist verloren. Um einen Aufstand zu verhindern, musst du die Zufriedenheit verbessern. Zum Beispiel mit einem Fest auf dem Stadtplatz. Ich habe keinen Stadtplatz. Gut, dann bauen wir mal einen Stadtplatz nebenbei. Ganz pauschal. Einmal arbeiten. Wir brauchen auch natürlich wieder einen... Brauchen natürlich auch wieder einen... Ah, da oben ist der Erde. Da. Ich sehe das jetzt erst. Der Aufstandsbalken tickt hoch. Problematisch. Ich habe auch meine Würfel voll. Bauen wir bitte den Stadtplatz schnell. Dich locken wir, weil du bist Military Boy. Einmal das hier. Einmal Nahrung. Einmal Nahrung. Einmal Stein. Dich können wir noch arbeiten lassen. Okay. Also wenn der quasi durch ist, ist es vorbei. Der Aufstand. Mehr kann ich jetzt gerade eh nicht machen. So, ein beliebiger Würfel. Mhm. Schicken wir mal den hin, weil den kann ich aktuell eh nicht nutzen. Blub, blub, blub. Und ich habe kein Bier. Ihr wollt mich doch gerade verarschen, oder? Jetzt brennt sie auch noch. Was ist jetzt los? Feuer können doch verschiedene Ursachen... Ah ja, genau, die wütenden Bäuer. Die wütenden Bauern. So, wenn das Feuer nicht rechtzeitig gelöscht wird, wird es zerstört. Ja, das Problem ist, ihr seht es gerade, dass wir einfach keine... Jetzt hat. So, einmal löschen. Der Rest von den Typen ist komplett nutzlos. Okay. Wir brauchen Bier. Ja, sieht mir so aus, als ob wir hier jetzt dann tatsächlich kurz am Arsch sind, auf Deutsch gesagt. Weil ich kein Bier habe. Ja. So schnell kann es dann gehen, ne? Ich weiß auch nicht, ob man das vielleicht nicht sogar noch umgehen könnte. Indem man sagt, man macht jetzt hier lauter andere Würfel noch schnell, dass die nicht mehr der Mehrheit anhören. Ah, ein Bier habe ich, okay. Das bringt mir aber nichts. Ich brauche zwei Bier. Wird nicht reichen, ne? Nein. Ich habe es jetzt verhindert. Ich habe es jetzt verhindert, indem ich einfach andere Würfel gegründet habe. Also ich habe quasi... Lost Bitch Movos gemacht. Wir haben jetzt gleich kein Essen mehr. Ah doch, ich habe genug Essen, ich nehme es zurück. Das war jetzt gerade ein bisschen besorgniserregend, aber quasi mit dem Erschaffen neuer Untertanen geht das quasi. Okay, also Marktplatz haben wir jetzt hier trotzdem. Aber meine Bauern sind richtig pissig. Die sind richtig angepisst. Die haben richtig schlechte Laune. Wir müssen auf alle Fälle beim nächsten Ding den Bauern unbedingt einmal recht geben, dass sie aufhören hier rumzuheulen. Das andere was... Ah, ich wollte doch nicht würfeln. Mann. Ich wollte doch einen Handelsaußenposten noch mehr errichten. Nicht mit ihm. Oder auch doch, scheinbar schon mit ihm.
Die Hälfte von meinem Boys ist eh wieder eingefroren. Brauchen Nahrung. Wir können wieder handeln. Sehr schön. Ja, natürlich. Ihr Pisser. Also wichtig ist, dass ihr auf alle Fälle immer ein, zwei von den... Also zwei Militärwürfel sind gut. Uns eine Klasse fehlt uns. Mönche. Das seelische Befinden der Bevölkerung. Das wäre Manipulation, oder? Nein. Verbesserungskammer. Allgemeinwohl. Ja, Religion. Dafür haben wir wieder keinen Stein. Achso, essentiell war es, essentiell. Bezirksamt, wir bauen das Bezirksamt. Ja, das ist halt dumm, weil das ist halt wirklich richtig scheiße gelegen, diese Steinmine da drüben. Man auch immer überlegen, ob es das überhaupt wert ist, da jemanden hinzuschicken, sage ich ganz ehrlich gerade. I don't know. Ihr könnt noch einmal euren Job machen. Wäre vielleicht sogar klüger gewesen, den zu investieren. So, dich stecken wir einmal dort rein. Du kannst arbeiten für Jagdreviere, auch wenn die gleich wieder weg sind. Es gibt halt auch nur leider diese eine Form der Nahrungsproduktion. Bisschen schade finde. Ja, eine Werkstatt bauen wir dann, wenn es soweit ist. Ah, die ist ein bisschen besser geworden hier, die Laune. Oh, es brennt. Glücklicherweise habe ich ja hier jemanden da gehabt. Ach so, ich sollte das dann trotzdem mal machen. Dann machen wir trotzdem mal ein Fest mal. So, dann sperren wir euch hier. Den sperre ich auch gleich. Und du holst mir einfach wieder Nahrung, weil, keine Ahnung, einfach alles, was mit Nahrung zu tun hat, abbauen. Da war ja auch noch Nahrung. Auch nochmal 15. Du brauchst auf die Schnauze. Ist es ein Einer oder ein Zweier? Ist ein Einer. Jetzt, wo ich nur Zweier habe, oder? Ihr seid solche Pisser, ne? Ihr seid so Repisser. Manchmal. So ein kleines bisschen. So, was ist jetzt los? Jetzt haben wir hier das Fest mal geschmissen. Ah, jetzt braucht man drei Arbeiten. Ihr seid schon so richtige Geizknochen, ja. So, die Nahrung ist weg. Aber was brauchen wir da? Zwei Bier. Ja, dreimal dürfte raten, was Krabbe nicht hat. Bier. Ich finde auch die Musik sehr stimmungsvoll. Wollen wir dazu sagen. Wie konnte ich die wieder auftauen in der Taverne, ne? Problem an dieser Taverne. Weil ich sie überhaupt gebaut habe. Ich habe doch eine Taverne gebaut, oder? Okay, ich hatte keine Taverne gebaut. Boah, Leute, geht mir auf den Sack, wa? Gib mir auch keine Sekunde Ruhe. Brennst denn diesmal? Ich hab nicht mal was zum... Jetzt hat du hier. Jawohl. Alle eingefroren. Jetzt einmal heilen. Jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass wir jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe haben. Ne, natürlich nicht. Was Gift in der Luft? Eine widerliche Gestank erfüllt die Luft. Seltsame aussehende Gestalten tragen faulige Krüge mit sich herum. Ist darin etwa Gift? Na toll. Sonst eh nichts Besseres zu tun. Jetzt habe ich auch noch Gift. Was mache ich jetzt hiermit? Oder wie verhindere ich das jetzt? Wo ist eigentlich die, ist die Zufriedenheit jetzt eigentlich gestiegen? Nee. Weil ich hätte die Zufriedenheit einer Würfelklasse erhöhen können. Oh, ich hätte den gelben auswählen müssen, oder? Safe, ich habe die falsche Klasse ausgewählt und deswegen. So, jetzt brennt es da vorne. Und ihr seht schon, was das Problem jetzt ist. Wir haben nämlich keine Würfel für den Scheiß. Sehr unterhaltsam alles. Brauchen zwei. Ah, Leute, Leute. Gut, dann entsperren wir euch alle mal. Ah. Mistake. Okay, der hat schnell gelöscht und der ist auch direkt gefroren worden. Hör doch auf, alles zu brennen. Jetzt kriege ich keine Arbeiterwürfel mehr.
Ihr wollt mich doch verarschen gerade. RIP. Das Ding ist kaputt. Dankeschön für nichts. Leute. Die Bauern gehen mir auf den Sack. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass die Bauern alle tot sind nachher. Jetzt kommen wir leider wieder Leute, die mich zusammenschlagen. Wobei ich noch einmal eine Armee habe, die mich da beschützen kann. Wenn wirklich. Nein, nicht meine Schule. Okay, jetzt brennt dann auch gleich noch die Händlergilde ganz nebenbei. Naja, machen kann ich dagegen eh nichts. So, Schule ist kaputt, Händlergilde ist auch kaputt. Also es ist eine ganz schlechte Idee, dass man hier unzufriedene Leute hat. Das sage ich euch gleich. Was will er denn ausbilden? Ah, die Bauern fucken meine komplette Siedlung ab. Sehr schön. Ganz toll, Bauern. Finde ich super. Das große Feuer habe ich freigeschaltet. Das finde ich toll. Wirklich, das finde ich super. Also wir sind komplett resettet. So, jetzt ist immerhin wieder Frühling. So, ändert nichts an der Tatsache, dass wir jetzt einmal richtig am Arsch sind. So, einmal schnell löschen, wenn möglich. Hier auch einmal löschen, wenn möglich. So. Leute, ihr bringt mich noch ins Grab. Es ist alles kaputt gegangen. Sehr schön. Perfekt. Das heißt, wir bauen jetzt einfach wieder komplett alles neu auf. Ist doch kein Problem. Mache ich doch gerne. Jetzt habt ihr mir übrigens den falschen Würfel da wieder hingestellt. Nein, warte mal. Das ist doch ein Zweierwürfel. Okay, du musst erstmal geheilt werden. Du gehst da alleine hin. Ist es ein Bug? Werden die automatisch zurückgeholt? Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Gut, also wir bauen auch nochmal eine Kantine. Dann bauen wir hier wieder ein Bezirksamt hin. Könnt kotzen, echt. Ich könnte so kotzen gerade. Dann brauchen wir natürlich wieder ein Haus für neue Bauernwürfel. Genau, so habe ich es mir vorgestellt. Keinen einzigen Arbeiter. So mag ich das. Ideal. So in der Skala von 0 bis 10, wie stark wollt ihr mich verarschen? So das Spiel einfach nur so, ja. Ja, wir wollen dich verarschen. Ah doch, hier ist ein Bauarbeiter. Sorry, ich nehme alles zurück. Da ist auch ein Bauarbeiter. Da brauchen wir sogar zwei. Die haben aber auch beide in dem Fall. So, du gehst einfach mal irgendwas abbauen. Holz zum Beispiel. Wir haben nicht kein Holz mehr. So, mach mal deinen Job hier. Komm. Zack, zack, zack. Sehr schön. Ich meine, ich habe ja genug Würfel. So ist es ja nicht. Es ist nicht so, dass ich nicht genug Würfel hätte. Okay, du kannst gleich für zwei Arbeiten. Ach, die haben ja wirklich alles kaputt gemacht, ne? So, da lebt ja wirklich gar nichts mehr. Die haben ja auch meinen... ich könnte kotzen. Ah, nee, meine Mühle steht noch. Ah! Hab ich ein Glück? Meine Mühle steht noch. Das ist der einzige Vorteil. Die scheiß Mühle ist noch da. So, ändert aber nichts dran, dass sie alles andere kaputt gemacht haben. Mein Markt ist kaputt. Mein Handelsdingensen ist kaputt. Warte mal, kann ich dich nicht mehr heilen hier kurz erstmal? So ein Erkunderwürfel, ganz toll. So, arbeiten gehen. Arbeit macht glücklich. Bezirksamt. Dann brauchen wir natürlich wieder dementsprechend entpassend eine Apotheke. War ja auch kaputt. So, geht mal arbeiten. Leute. Ihr braucht auf die Schnauze. Kein Problem. Und die wurden natürlich beide verwundet. Nicht einer, nicht zwei. Nein, beide wurden verwundet. Warum? Weil es lustig ist. So einfach ist das. So, zweimal Nahrung. Arbeiten. Dich sperren wir ein. Dich heilen wir einmal. Bauen. Naja, schau mal an. Kann ich quasi den kompletten Sommer nutzen? Oder zumindest, um zu versuchen, den sollte ich nicht nutzen, sonst geht er kaputt. Kräuter haben wir 8. Das ist ja immerhin etwas. So, schauen wir mal. Jawohl. Holz sind wir auch wieder auf einem ganz guten Zustand. Kannst du noch irgendwas bauen? Das hier können... Alter, jetzt habe ich schon wieder einen alten Fehler gemacht. Ah, regt mich das auf. Ach, das ist immer meine eigene Dummheit. Wisst ihr, ich muss mich über mich selber aufregen. Das ist ja das Problem dran.
an dieser Geschichte, dass ich quasi immer selber diese dummen Fehler mache quasi. Warte mal, hat dieses Bezirksamt die ganze Zeit noch existiert? Ah, das war ein Fehler. Oh, er hat überlebt. Ach, Gott sei Dank. Ja, ganz kurz gedacht, der Typ geht gerade von uns. Auf alle Fälle muss ich ihn heilen. Okay, pass auf. Du gehst mit 2 Gold einmal dorthin. So, dann du gehst einmal Heilung. Was will ich denn mit so einem Scheiß? Das braucht doch keine Sau. Was ist denn ein Armenhaus? Wandelt einen Würfel in einen Bauernwürfel um. Bau das Ding mal dort rein. Warte, vielleicht das Ding mal bauen. Einmal Dings. Ich höre, wenn es jetzt gleich wieder Winter wird, dann raste ich aber richtig aus. Noch nicht mal den Sommer hier überlebt quasi so richtig. Und dann wird es jetzt hier gleich wieder Winter. Dann hält mich aber nichts mehr. Das ist kein Problem. Ja, ich habe Händlerwürfel. Das Lustige ist, ich kann Händlerwürfel gar nicht nutzen, weil wir gar keine Möglichkeit haben, den zu nutzen aktuell. Sozusagen. Holz und Stein wäre auch mal wichtig weiterhin. Stein. Ressourcen. Ah, sehr gut. Holen wir dich mal wieder zurück. Dafür setzen wir dich rein. Blocken. Ah, wobei, nee, stopp. Du gehst erstmal kurz Heilung. Du kriegst ein Upgrade. Du kriegst auch eins mit. Doppelheilung, Doppeldings, Doppelhandel. Okay. Ja, was will ich mit den Typen? Die bringen mir überhaupt nichts. Das Einzige, was sie mir bringen könnten, wäre, wenn sie arbeiten wollen würden. Aber wollen sie ja nicht. Naja, wollen sie vielleicht schon, aber können sie nicht. So, die brauchen 3 Holz einfach nur. Mit 3 Holz brennt das Ding vor sich hin. So. Ja, es will auch keiner arbeiten. Das ist so ein bisschen die Einstellung von mir. Arbeit, nein, danke. Kenne ich irgendwo her. Brauchen wir mal Stein. Der arbeitet ja nicht mal, der Würfel da. Jetzt habe ich nur militärische Würfel. Okay. Sollen auf alle Fälle die Typen ein bisschen Nahrung produzieren lassen. Sobald ich die Möglichkeit dazu habe. Ah, ich kann einen Handelsaußenposten bauen. Sehr schön. Den bauen wir dieses Mal dort. Ah! Gar nicht gesehen. So, nicht mal verwundet worden. Sehr schön. So, einmal Upgrade. Zweimal Upgrade. Arbeiten. Weil das sind 2er-Würfel. Ah, es wird schon wieder kälter. Ich sehe es doch schon wieder. Das ist auch ein 2er-Würfel. Der wird geblockt. Die 2 Händler sind geblockt. Den blocken wir. Den entblocken wir nicht. Der bohrt nämlich mal mit. So, was willst du denn? Ausbildung kämpfen für 2 Nahrung. Ich habe keine Nahrung. Das ist mein Problem gerade. Also ich würde echt gerne, dass ihr mir unterstützt und dass ihr mir zeigt, wie funktionieren. Aber Eko Nixos Naros. Ohne Essos, Igna Nix Machos. Das Ding hier jetzt fertig. Was ist das denn schon wieder? Macht sie mal weg da. Die Alte wirft mit irgendwelchen Flaschen auf uns. Jetzt nicht mehr. Immer aufpassen. Immer hier rechts an der Seite gucken. Okay. Gold haben wir genau 2 Stück. Die mögen uns ja auch leider nicht mehr so. Da haben wir leider ein bisschen unser Ansehen verwirkt, sage ich jetzt mal. Wohin mit der Nahrung? Also Arbeiter habe ich genug. Das Arbeiter ist nicht das Problem aktuell. Dich blocken wir. Ja, Bier, ne? Bier. Such den nahegelegenen Wäldern nach Kräutern. Aha. Ich würde an der Stelle erstmal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge wieder. Zu Dice Legacy. Mach's gut. Tschüss.